Mit Waffen werden Jahr für Jahr Milliarden umgesetzt. Rüstungsgüter made in Germany sind stark gefragt. 2011 belegte Deutschland laut dem schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI Platz 3 auf der Rangliste der Rüstungsexporteure, gleich hinter den USA und Russland. Der Gesamtwert der deutschen Rüstungserträge lag 2011 bei 5,4 Milliarden Euro. Die erfolgreichsten deutschen Rüstungshersteller? Heckler & Koch stellt Gewehre und Kleinwaffen her. Krauss, Maffei, Wegmann produziert vor allem Panzer. Ähnlich wie die Rheinmetall. Die enorme Nachfrage nach deutschen Rüstungsgeräten sieht der Bundesverband der deutschen Rüstungs- und Sicherheitspolitik darin begründet. Die Ausrüstungsgegenstände, die unsere Unternehmen für die Bundeswehr produzieren, sind von einer derartigen, sag mal, Qualität, um auch die Ansprüche und die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten zu garantieren, dass andere Länder, die auch nicht über solche Industrien verfügen wie wir, ein großes Interesse daran haben, im Grunde was für die Bundeswehr gut ist, zu sagen, das ist für unsere Armeen auch gut. Welche Kriegswaffen und Rüstungsgüter exportiert werden dürfen, entscheidet in einer geheimen Tagung der Bundessicherheitsrat. Zu diesem Geheimbund gehören neben der Kanzlerin Merkel 8 Minister, darunter der Verteidigungs-, Wirtschafts- und Außenminister. Beim Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht drohen seinen Mitgliedern bis zu 5 Jahre Haft. Rechenschaft über die Exportgenehmigungen, die er beschließt, gibt der Bundessicherheitsrat einmal pro Jahr in dem Rüstungsexportbericht. Der letzte betrifft 2011. Veröffentlicht wurde er mit großer Verzögerung Ende 2012. Viele Bundesratsmitglieder werfen dem Bundessicherheitsrat bei den Waffendeals mangelnde Transparenz vor, doch dieser blockt immer wieder ab. Die Bundesregierung sieht derzeit keine Grundlage und auch keine Begründung, warum ein Verfahren, das sich über Jahrzehnte in der Bundesrepublik unter verschiedenen Regierungen bewährt hat, geändert werden sollte. Am Ende bestimmt allein die Politik, welche Waffen exportiert werden. Dennoch, bei seinen Entscheidungen muss oder vielmehr sollte sich der Bundessicherheitsrat an bestimmte Regeln halten. Diese besagen, Kriegswaffen außerhalb von EU-, NATO- oder NATO-ähnlichen Ländern sind verboten, vor allem in Ländern, in denen Menschenrechte verletzt werden. Es gibt das Kriegswaffenkontrollgesetz, in dem zum Beispiel festgelegt ist, in welche Länder überhaupt nicht exportiert werden darf. Da wird in Deutschland viel zu wenig drüber gesprochen, dass es so etwas gibt. Es gibt den gemeinsamen Standpunkt der Europäischen Kommission, die auch strenge Normen für Exporte festlegen. Und wir finden es richtig im Grunde, dass zunehmend völkerrechtlich verbindliche Exportdiskussionen über die UN stattfinden. Wir haben das in der Welt viel zu wenig und je mehr diese Prozesse auch über die UN völkerrechtlich normiert und verbindlich erklärt werden, je besser sind das Rahmenbedingungen im Grunde genommen für Exporte. Das wäre wahrlich erstrebenswert, denn die deutschen Rüstungsexporte stehen immer wieder in der Kritik. U-Boote für Israel, Panzer für Saudi-Arabien. Immer mehr Auslieferungen gehen an Länder mit zweifelhafter Menschenrechtslage. Außerdem wurden im Jahr 2011 Kriegswaffen an Entwicklungsländer im Wert von über 160 Millionen Euro ausgeführt. Das entspricht 13% der Kriegsausfuhren. 2010 waren es bloß 5%. Fazit: Die Waffenausfuhrpolitik unserer Regierung bleibt höchst fragwürdig. Verfolgt sie am Ende vorrangig die Interessen der Wirtschaft und weicht deshalb den restriktiven Exportbestimmungen immer mehr aus?